Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge My Summer Car. So, Montag abends oder was ist das? 4:05. Ja, dann ist es definitiv ganz früh morgens. Unser Mist Schnaps ist immer noch nicht fertig. Mist, ey. Sind wir vor die Gru? Nö, nicht wirklich. Scheiße, wir müssen eigentlich schlafen. Wir müssen unbedingt Zeit totschlagen, ne? Weil wir eigentlich nicht mehr viel zu tun haben. Wir müssen auf Samstag warten, weil wir ja unbedingt jetzt beim Rennen teilnehmen wollen. Wir haben die Kiste ja fertig. Der Gurt ist auch drin. Die Überhitzungsprobleme kamen wohl, weil ich den Choke nicht wieder reingemacht habe. Habe ich dann erfahren. Den Fehler werden wir natürlich das nächste Mal beheben, dann dürfte das nicht mehr vorhanden sein. Und das heißt wirklich, dass unser Auto fertig ist. Außer der Kotflügel, der ist immer noch ab. Aber das fällt mir jetzt gerade erst wieder ein und natürlich habe ich die Mesh-Datei noch nicht gelöscht. Scheiße, Dreck. So, Fadigu ist ein bisschen hochgegangen, das heißt, wir schlafen mal. A little bit. So, ich werde versuchen, was ist denn heute Donnerstag? Ich werde versuchen, ein bisschen Zeit totzuschlagen. Morgen oder so. Einfach mal das Spiel ein bisschen laufen lassen. Vielleicht gibt es hier neue Teile, wahrscheinlich nicht, ne? Was brauchen wir denn überhaupt noch? 1, 2 für den Scheiß und neue Reifen brauchen wir erstmal nicht. Ach Mist, das brauchen wir auch noch alles. Den, der ist auf jeden Fall erstmal als nächstes vorgemerkt. Und das Lenkrad wäre vielleicht auch gar nicht schlecht. Okay, wirklich viel ist ja nicht mehr, was wir noch brauchen, ne? So, was haben wir hier? Kacke abpumpen, hier zweimal. Einmal in Loppe. Und das ist der Holztyp, oder was? Oder ist das auch Kacke abpumpen? Jetzt haben wir tatsächlich geschlafen. Es ist 10 nach 12 mittags und das Zeug blubbert immer noch. Ist es wirklich so oder können wir... Warte mal, ich hole mal von draußen eine Buddel. Oder können wir den schon abkippen, abfüllen, abdings dann. Hol mal einen hierher. Der ist sogar schon empty. Sehr krass. Ich dachte, der ist noch voll. Legen wir hier hin. Mach mal auf. Wollen wir das jetzt abfüllen? Thrip. Dann steht da Kill You. I wanna kill you. Ey, dann dürfte es doch schon... Ach, dann ist er doch fertig. Sabbel doch nicht so shit. Und wo ist der Korb, den ich mir gewünscht habe? Thrip. Kill You. Natürlich ist es jetzt doof. Ich hätte von Anfang an die ganzen Kill-Use, die ganzen Buddeln, blub, ist er voll? Nee. Aha. Die ganzen Buddeln hätte ich in den Bus reinschmeißen sollen. Das wäre leicht schlau gewesen. Und dann, hätte ich jetzt einfach den Eimer zum Bus getragen, hätte die alle voll gemacht. Und fertig. Aber hey. Nicht umsonst heiße ich Wödern. Blub. Natürlich ist es jetzt auch geil, dass ich die jetzt alle voll mache. Aber wenn die gleich alle voll sind, muss ich die einzeln nochmal alle weitertragen. Blub. Wie viel sind denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir waren der Meinung, dass wir ungefähr 10 da rauskriegen, ne? 6, 7, 8, 9 und 10. Oh, blub.
Ah, die ist auch noch voll geworden. Ja, nicht durchdrehen, ganz ruhig. Empty. Kill you. Ja, also 10. Ach, warte, komm. Wenn ich schon rausgehe, kann ich gleich eine mitnehmen. 10 sind es bis jetzt schon mal. Ach so, warte, ich wollte ja. Hier hau ich mir einen rein von den schlechten. Dann ist sie wieder empty und zack. Ha, wieder voll. Ist schon die 11. Wieder eine mitnehmen. Bin leicht angedüselt. Oh, kill you. Wieso trinkt er den nicht so jetzt? So, den schlechten wegkippen. Oh. Und zack, durch den Eimer ziehen. Voll. Haha, sehr geil. So, oh. Das war dann die 12. 12 Buddeln schon, ey. Das ist jetzt nicht wenig. Oh, warte, warte, wo haben wir noch einen? Oh, das ist wieder so ein Scheißzeug. Das muss weg. Weg muss das. Jetzt trink das doch mal. Wieso trinkst du das nicht? Wieso schmeißt du das auf den Boden? Gut so. So, 3 Bullen kill you. Oh, wieder auf dem Boden. Alter. Durch den Eimer tauchen. Und kill you. Krass, Alter. 13 Buddeln schon voll. Jetzt haben wir nichts mehr zum Vollmachen. Aber erst nur den einmal wieder dicht. Oh. So, das müssen wir jetzt in unseren Autowagen reintätigen. Alle. Ich nehme das mal. Das ist vielleicht besser, ey. Ich bin so besoffen, ich muss mal was anderes trinken. Ach, das hat auch ein Dingsverschluss. Oh. Wow. Leicht besoffen. Alter. Ja, okay. Ach, da ist ein Kotflügel. Hey. Ja, wir müssen den. Oh. Oh, wo bin ich? Auf Sessel? Oh, wieso sind wir hier denn? Wieso zittern wir? Wir haben voll den Kater, Alter. Fuck, es ist nachts. Es ist Montag, 5 nach 12. Hey, es kann doch nicht 5 nach 12 sein, dann wären wir ja zurück. Du war doch schon Montag. Und 5 nach 12 müsste jetzt Dienstag sein. Junge, was ist los? Alter. Ist ja klar. Erstmal wieder zurückgesprungen in der Zeit. Oh, das ist leicht dunkel hier. So, eigentlich wollte ich hier aufräumen. Aber das gestaltet sich jetzt tatsächlich ein bisschen schwieriger. Mach mal auf hier. Dann wollen wir ordentlich die Wurst da reinpacken. Lass mal einfach auf da. Hier ist nochmal Wurst. So, in Suffkopf, ey. Die Küche aufräumen. Wir wissen ja immer noch nicht, wann unsere Eltern wiederkommen. Könnte ja jederzeit soweit sein. Ey. Jetzt ist er auf dem Bus oder was? Ne, hier. Sausage!
So wissen wir ja auch endlich mal, wie viel Wurst wir noch haben. Also, zumindest haben wir 30, 13 Flaschen richtiges Kill-You-Zeugs. Ach man, Kacke, das ist so dunkel, ey. Das kann doch keiner sehen, Junge. Kannst du nicht nochmal pennen gehen? Ja, so geht das nicht. Pennen. Einmal was trinken, Bier, dann geht es ihm vielleicht wieder besser. So, Wasser. Mal zu, so lange. Sauber machen. Dafür brauchen wir natürlich Wasser. Alter, das zittert wieder in der hart am Sack. Der Schwede, ey. Haust dir mal zwei Buddeln selbstgebrannten rein und schon hast nächsten Tag Parkinson, Alter. Ups. Leg weg, leg weg, ist leg weg. Ja, genau, unter die Bank, da gehört das auch hin. So, jetzt saunern wir uns mal wieder fresh, ey. Oh, Pinkel muss auch. Dann mach ich von hier oben gleich den nächsten Aufguss. Oh, Mist. Nicht genug Druck, Alter. Ja, gut, hier. Lass es regnen. Gut, dann eben nicht. Unser Dirtiness wird irgendwie nicht weniger. Wahrscheinlich, weil er schon wieder so weit fortgeschritten ist, ey, dass du hier stundenlang sitzen müsstest. Ich dachte, vielleicht brennt uns das den Restalkohol aus dem Blut, ey. Die Sauna. Ist hier überhaupt noch warm, ey? Doch, 100 Grad oder so ähnlich. Keine Ahnung, 120, 110, ich weiß es nicht. Man sieht es irgendwie schlecht. Die Optik ist leicht verdingelt, ey. Ey, hart nervt mich jetzt aber, dass immer noch Montag ist. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Ey, guck mal, unsere Dirtiness geht runter, aber das Zittern hilft. Da hilft das nicht, ey. Scheiße. Was kann man denn gegen dieses Zittern machen? Muss man das einfach ausstehen, oder was? Oh, jetzt hat er wieder Durst, ey. Total vollgepisst von oben bis unten, aber Anzeige sagt, jetzt bist du endlich mal sauber. Ja, nee, ist klar. Ja, daneben, Junge. So, wir müssen was trinken, leider. Wollen wir den ganzen Tag in der Sauna verbringen? Jetzt haben wir auch echt viel getrunken, also trinken hilft auch nichts. Vielleicht was essen. Auch nicht. Und schlafen. Ein bisschen müde sind wir ja. Auch jetzt ist endlich Dienstag. Super. Es ist immer noch Duster, ey. Was geht denn? Lange schlafen wir denn nicht, oder was? 5 nach 4. 5 nach 4? 4 Stunden, oder was? Es ist immer noch Duster. So haben wir aber nicht gewettet, ey. Ich wollte das wieder hell haben. Ich wollte doch endlich meinen Bus vollstopfen mit den Schnaps. Und vor allem ausräumen. Wie gesagt, es tut mir halt wirklich leid, dass wir eigentlich gar nichts anderes machen können. Deswegen habe ich gedacht, okay,
bevor ich jetzt sage, heute gibt es kein Meister Makar, lasse ich ihn einfach mal aufräumen und besauf mich ein bisschen. Dafür gab es auch zwei Steam-Errungenschaften. Also dieses Bewusstlossaufen. Einmal Magic Portal und einmal Finish Wedding. Warum Finish Wedding, das weiß ich jetzt überhaupt nicht, aber das ist Magic Portal wahrscheinlich, weil ich wo aufgewacht bin, wo ich nicht zu Boden gegangen bin. Dass ich am Anfang so viel Hefe gekauft habe, ey, das ärgert mich fast ein bisschen. Das war natürlich völlig umsonst. Aber okay, wir müssen halt nie wieder Hefe kaufen, ne? Das ist ja schon mal viel wert. Auf jeden Fall, bevor ich die Folge absage, dachte ich, mache ich halt mal eine Dings-Folge. Ich versuche das vielleicht nachher noch oder morgen am Freitag ein bisschen die Zeit laufen zu lassen, ohne Aufnahme. Dass wir am Samstag schon Samstag haben. Hier im Spiel auch. Ich weiß aber wirklich nicht, ob ich das schaffe, ey. Wahrscheinlich schaffe ich das erst am Wochenende. Das wäre natürlich sehr schade. Dann haben wir Samstag auch wieder, was weiß ich, eine Rumgepimmel-Folge. Hoffentlich dann wieder. Alter, was war das? Im Hellen. So, die ganze Hefe liegt da, der ganze Zucker liegt da. Nee, der ganze nicht. Ey. Ey, nimm den Zucker, Junge. So, wie viel Zucker haben wir denn noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also wir könnten sogar noch mal einen Eimer aufsetzen, ne? Ansetzen, weil Dingens haben wir ja auf jeden Fall genug Hefe für die nächsten 12 Jahre. Die Buddeln sind alle drin. Alter, der Bus ist endlich leer, ey. Am Anfang, wie ich den ganzen Scheiß eingekauft habe, damals im Bus, da habe ich gedacht, ey, der wird niemals leer. Aber tatsächlich haben wir schon wieder nur noch 4 Packen Wurst, ey. Das geht auch weg wie warme Semmel. Wie warme Würstchen. So, das ist eine leere Buddel. Empty Bottle. Können wir da auch Kejo reinschmeißen? Das wäre mal eine Idee, das auszutesten. Komm. So, blob. Immer noch Empty Bottle. Nein, das können wir nicht da reinmachen. Oder da können wir das Zeug nicht reinmachen. Dann kann die auch im Müll. Die Buddeln sind natürlich alle noch voll. Und hier ist noch mehr Jazz. Stimmt auch, habe ich hier eben hingeschmissen, ne? Ey, mich nervt das hart, dass das Zitter nicht weggeht, Alter. Wie lange denn noch? Fünfmal haben wir noch Jazz, also 5 Eimer können wir damit noch aufsetzen. Da müssen wir aber ordentlich lange Zucker kaufen, ey. Ja, langsam wird es halt hell. Ja, den Boost, ey, das dauert jahrelang, bis wir den ordentlich hingestellt haben. Und dann speicherst du, lädst und alle Flaschen sind wieder umgekippt. Ich kenne das doch. Ey! Instant weg, Alter. Nicht immer, dass es weniger wird oder so. Nee, so klick aus. Bleib liegen, bleib. Ja, sehr geil. Und wir haben Dienstag. Ein Tag weniger, den wir warten müssen. Müssen ja eigentlich irgendwo noch einen Platz haben für die ganze Schnapse. So viel können wir noch gar nicht saufen, Alter. Was sollen wir mit dem ganzen Zeug? Also für die Errungenschaften war es natürlich wichtig, auf jeden Fall. Aber jetzt noch mehr. Und Amis Tech hat immer noch nicht den Korb implementiert, ey. Das wäre so das geilste Update ever, Alter.
Wahrscheinlich warten die da drauf, dass wir alle unser Zeug ehrlich mal aufräumen. Weil es sieht bestimmt bei mehreren Leuten von uns hier so aus, dass alles kreuz und quer irgendwo liegt. Und die warten einfach nur darauf, dass wir alle aufgeräumt haben. Und dann hauen sie den Korb raus, weißt du, wenn du nicht mehr brauchst. So, da liegt noch unser Kotflügel. Hier liegt noch Diesel, okay. Das war für den Trecker dann. Dann packen wir da hin. Benzin hat unser jetzt auch gar nicht mehr so viel, war ich der Meinung, ne? Gasoline. Dann tanken wir doch nochmal. War der hier? Nein? Hier? Jo. Ja, das ist wieder. Leicht schwer. Ah, super, haben wir getroffen. Ah, guck mal, wenn ihr perfekten Punkt habt, dann weißt du wenigstens auch, okay, jetzt ist der Kanister leer. Wenn der Streifen sicherlich, weil er. Ah, guck da. Ich habe mich nicht bewegt. Und ist leer, das heißt, der Kanister ist auch leer. Der kann dann gleich mit in den Bus. Ich weiß es gar nicht. Ey, fahren wir in die Stadt? Mal zu, falls da noch was Tropfen rauskommen oder so. Also kommen wir mit dem Auto wenigstens in die Stadt. Gut. Dann glaube ich, war es das für heute. Es tut mir wie gesagt echt leid, dass wir eigentlich so gar nichts machen konnten. Nächstes Mal werde ich die Mesh-Datei gelöscht haben, definitiv. Damit wir den Kotflügel wenigstens wieder anbauen können. Oh, guck mal, schlafen können wir auch schon wieder ein paar Stunden. Wie gesagt, wir haben Dienstag, ist nicht mehr ganz so lange hin, bis wir Samstag endlich das erste Rennen fahren können. Also, ich hoffe, euch hat es trotzdem einigermaßen gefallen. Wir bringen den Schnaps das nächste Mal definitiv auch noch weg. Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Mal gucken, was wir so kriegen für die Suppe. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao.